Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute ist auch schon der 1. Dezember, somit startet der CSGO Adventskalender jetzt offiziell. Nur bevor wir die ersten Gewinner ziehen werden, muss ich mit euch was besprechen, weil das mit dem CSGO Adventskalender, es funktioniert einfach nicht so wie voriges Jahr. YouTube hat ja die AGBs geändert, beziehungsweise gehen die jetzt momentan richtig hart gegen Spammern vor, keine Ahnung warum. Ich schätze mal, weil sie versuchen wollen, dass YouTube einfach family-friendly wird. Und da sind Spammer halt jetzt ja nicht so family-friendly. Und das Problem ist, ihr werdet mir nach der Reihe gesperrt, also eure Accounts. Mir haben jetzt, glaube ich, schon knapp 10 Leute auf Steam angeschrieben, dass sie das halt mega schade finden, dass die da teilweise schon um die 800 Kommentare geschrieben haben, und aber deren Account wurde dann gesperrt. Das Problem ist ja, wenn euer Account gesperrt werdet, sind ja dann eure Kommentare von dem Teilnehmervideo weg. Somit seid ihr dann nicht mehr mit dabei. Und das finde ich halt schade, weil, wie gesagt, wenn der einer von euch dann schon 800 Kommentare schreibt und dann wieder gebannt, also gesperrt, weil er bei mir bei einem mehr oder weniger Giveaway mitmacht, finde ich, dann tut es mir eigentlich leid, weil ich will ja das nicht verantworten, dass ihr wegen mir gesperrt werdet. Und überhaupt, wenn ihr dann nicht 2-3 Stunden lang Kommentare schreibt und dann seid ihr gesperrt und dann war das umsonst, also ist halt mega scheiße. Deswegen habe ich mir da gedacht, ob ich das nicht ändern werde und das nicht beim Spammen mache über den Teilnehmervideo, sondern zum Beispiel, wenn jetzt dann der 5. Dezember wäre, dass ich die Gewinner, also einen Kommentar vom Video vom Vortag ziehen werde, also vom 4. Dezember. Und das nicht mehr mit Spammer, sondern dass jeder halt immer einen Kommentar schreibt. Oder man kann auch mehr Kommentare schreiben, je nachdem wie man will. Nur dass halt immer ein Kommentar zählt. Wenn ihr dann einer 10 Kommentare schreibt, zählt dann halt trotzdem nur als ein Kommentar. Muss ich dann halt einen anderen Random Comment Picker verwenden, der was das halt kann. Aber ist auch kein Problem, gibt es ja. Und das mit dem Hauptpreis will ich dann über Glim.io machen. Somit habt ihr dann halt auch die Möglichkeit, dass ihr dann zum Beispiel, also beim Knife, dass ihr dann dann teilnehmen könnt. Und für die, was das Knife dann halt auch wirklich wollen, können dann tagtäglich, also jeden Tag, ihre Gewinnchance dann nochmal erhöhen auf Glim.io. Das kann ich halt auch alles einstellen. Und ja, da wäre mir eure Meinung dazu sehr wichtig, ob ich das jetzt halt ändern soll mit den, sag ich mal, Teilnehmern. Oder ob ich das bei dem Spammen belasse, wie es bis jetzt ist. Ich will halt nicht, dass dann auch noch weitere Accounts von euch gesperrt werden wegen mir. Also schreibt mir da mal bitte eure Meinung dazu in die Kommentare. Also es würde mir dann bei der Entscheidung helfen, ob ich das halt ändern soll oder nicht. Aber heute werde ich das ja dann noch so machen wie im Teilnehmervideo gesagt. Ich werde jetzt die Kommentare bzw. 3 Gewinner aus den Kommentaren vom Teilnehmervideo ziehen. Und jo, dann lasst uns mal loslegen. Ich habe mir gedacht, für den Anfang haue ich heute raus. Erster Preis wäre eine Mac 10 Neon Rider. Zweiter Preis wäre eine Galil R EQ. Und als dritten Preis hätte ich mir eine Farmers Roll Cage. Dritter Preis, Farmers Roll Cage gedacht. So. Dann lassen wir die Gewinner mal ziehen. Mac 10 Neon Rider geht raus an den Drumner mit 269 Kommentaren. Mit dem Kommentarpunkt hat er einen Mac 10 Neon Rider gewonnen. Hier sehe ich gerade, hat er noch nicht mal fertig geladen. Wieso schläfst du? Also Drumner, mal GZ an dich, also Glückwunsch. Dann die zweiter Preis war die Galil REQ. Die geht raus an den Kalt getoastet. Der Swag Monkey ist da und gewinnt mal eben alles. Glückwunsch an dich. Für dich gibt es die Galil REQ. Und der dritte Skin ist die Farmers Roll Cage. Die geht raus an den Joe02, der krasse 123. Wenn dieses Kommentar gewinnt, bekomme ich Bike Race von Jona. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist, aber ich glaube, du hast jetzt einen zweiten Preis gewonnen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall mal Glückwunsch an euch drei. Ich werde euch dann in den Kommentaren kontaktieren. Euch drei. Und dann sage ich
mal war's dann auch wieder für die erste Episode. Es ist etwas komisch jetzt, weil ich eben nicht weiß, soll ich das jetzt so weitermachen oder soll ich das ändern mit den... Weil, ja, wie gesagt, ich will nicht, dass ihr alle wegen mir gebannt werdet, also eure Accounts gesperrt werdet. Ich werde nicht selber gebannt. Aber ja, es ist scheiße. YouTube will halt family-friendly werden. Kacke YouTube. Jo, das war's dann auch schon wieder mit dem ersten Tag, also das erste Türchen vom CSGO Adventskalender. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, wenn ich das jetzt so ändern werde, dass es nicht mehr mit Spammen ist, sondern normalerweise mit einem Kommentar, was halt immer vom vorigen Video, also dem Video von gestern, gezogen werden würde. Wäre mir wichtig, weil das würde mir bei einer Entscheidung helfen, dass, ob ich das jetzt ändern soll oder nicht. Also eure Meinung ist mir wichtig. Und dann sage ich auch ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year.